Guten Tag, Leute, was geht? Aha! Oh, falsche Richtung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen auf dem Brab Nation Kanal. Vor ein, zwei Wochen angekündigt, dass ich unbedingt jetzt diesen Controller haben will. Hab die jetzt nochmal angeschrieben von Torp. Werd jetzt in kürzester Zeit bald mal diesen Controller bekommen. Ich gehöre zu denen dazu, die sie halt. Ich habe mich halt früh bei denen gemeldet. Und ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Lage ist. By the way, wir fahren hier jetzt gerade so einen Trail-Bereich hoch. Habe ich mich angemeldet. Jetzt kommt wieder diese Scheißpassage. Da habe ich gar keinen Bock. Ja, ich verkacke jedes Mal wieder. Jedes Mal auch beim Runterfahren. Mit dermaßen Schiss, dass es mich da auf die Schnauze haut. Ja, und ich werde jetzt halt in nächster Zukunft hoffentlich so einen Controller bekommen. Also, ich muss natürlich schon zahlen. Aber der Controller sorgt dafür, falls die ein oder anderen keine Ahnung haben davon, dass ich mehr Leistung von der Batterie abrufen kann. Und das ist schon mal deutlich geiler. Weil dann kann ich... Ja, mehr Leistung ist halt immer geil. Ich sag's dir, wie es ist. Oh, sorry, dass ich hier jetzt nicht so viel rede, aber ist immer gut anstrengend hier mit den Wurzeln. Ja, da freue ich mich schon extrem drauf, weil wenn ich mich nicht irre, habe ich damit dann so 8,5 kW, bedeutet so um die 10 PS, bedeutet also, dass ich die doppelte Leistung von jetzt hätte, was einfach nur ein Traum wäre. Puh, kurz durchatmen, jetzt geht's gleich weiter. Den Weg bin ich erst einmal gefahren. Mal gucken, wie der so läuft. Boah, Junge, Junge, da kann ich schon wieder, da kann ich ja einpacken gehen. Da bin ich ja viel zu sehr eine Pussy. Da fahre ich mal ganz langsam runter. So weit bin ich dann doch noch nicht, dass ich hier... Boah, Jungs, die fahren hier... Ja, das ist halt so ein richtiger... Oh, ein richtiger Trailweg. Oder wie sagt man da? So eine richtige Abfahrt von den Fahrradfahrern. Und reicht auch wieder. Sonst kann ich nämlich nicht sprechen. Und meine Atmung übertönt immer alles. Auf jeden Fall bin ich jetzt... Hoffentlich bald. Also ich bin jetzt gerade mit denen in Kontakt am Schreiben, muss jetzt nur noch diese Zahlung überweisen und dann bin ich hoffentlich bald glücklicher Besitzer eines neuen Controllers, der dann mehr Leistung abrufen kann. Dann wäre natürlich noch ein absoluter Traum, noch so eine Batterie dazu zu haben, aber ich werde jetzt dann erstmal wirklich abchecken, wie sich das anfühlt mit dem Controller, wie viel Leistung die dann hat. Ich werde euch da auf jeden Fall auch bei der ersten Fahrt mitnehmen. Vielleicht filme ich auch einfach den Einbau. Muss ich mir noch überlegen. Boah, da freue ich mich ja schon so extrem drauf. Weil es ist jetzt so, das Motorrad, das fährt echt zügig, muss ich sagen. Wenn man vor allem davor noch kein Motorrad gefahren ist, dann hat es schon gut Leistung. Aber wenn da jetzt noch so ein richtig kranker Punch kommen würde, nur jetzt hier nochmal so, einfach nur, dass das Rad permanent spult. Keine Ahnung, irgendwie würde ich das einfach feiern, wenn einfach die Leistung brutal wäre. Bin ja dann auch sehr gespannt, wie es dann sein wird mit der Batteriekapazität. Wie schnell die Batterie dann leer wird, ist nämlich dann auch ein Thema. Das Coole ist nur, du kannst ja dann einstellen im Eco-Modus, sollst du zum Beispiel die 5 PS haben oder 3 oder was auch immer du möchtest. Und im Sportmodus kannst du sie dann offen einstellen. Bin auch gespannt, wie es auch sein wird mit der Endgeschwindigkeit. Ob du Endgeschwindigkeit dazu bekommst, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Ich habe ja auch ein kleineres Hitzel hinten drauf, weil die Endgeschwindigkeit mir sowieso nicht so wichtig ist. Lieber, dass der Anzug ein bisschen besser ist. Ja, vielleicht ist meine Vorfreude auch zu groß. Keine Ahnung, vielleicht erwarte ich mir zu viel. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass es so sein wird, aber man weiß ja nie. Obwohl ich, ja, nee. Es wird einfach nur wild werden, ich sag's euch. Ich werde jetzt noch ein paar Wheelies ziehen, einfach zur Übung. Wichtig ist bei den Wheelies irgendwie weiter hinterhocken auf jeden Fall, Arme gestreckt lassen und den Impuls geben,
um da so reinzufedern. Und let's go! Oh, sehr schön. Ah, ein Traum. Ey, wie man da Fortschritte macht, das ist echt brutal. Also mit dem Ding Wheelies üben. Also, wenn ihr es mit dem Teil könnt, dann werdet ihr es mit jedem Motorrad können. Wenn das Video veröffentlicht wird, wird vielleicht sogar schon der Controller bei mir eingetroffen sein. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.